Martin Kaufmann, willkommen. Wir Ja. haben heute die schöne Aufgabe, kurz über Peter Martel oder Pietro Martellanza oder Peter Martellanz zu reden. In Bozen wurde er gerne der Martellanz genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Wir gehören ja noch zu der Generation, die den Peter Martel persönlich erlebt haben. Ja, genau. Das ist richtig. Also Peter Martellanz, und er ist uns natürlich schon vor seiner Berühmtheit in Bozen, nennen wir es mal so, bewusst gewesen. Ja. Und wenn ich jetzt denke an den Filmverleiher in Bozen, den Herrn Lorenzoni mit seinem Condor-Filmverleih, der mir in den 70er Jahren schon ganz wärmstens empfohlen hat, diese Italo-Western zu spielen im Kino, weil er natürlich auch die Familie kannte und ganz stolz darauf war, dass er in seinem Verleihprogramm einen einheimischen Schauspieler dabei hat. Ja. Wir reden jetzt von einer Zeit, sagen wir mal die 60er Jahre, vielleicht sogar vorher, wo es einfach noch ganz schlichtes Kino gab, auch in den Dörfern draußen mit Filmen, die auf 35 mm gezeigt wurden. Und es gab dann Verleiher, sehr wenige, die diese Filme in Kartonen geliefert haben. Ist das so richtig? Ja, das ist absolut richtig. Vielleicht muss ich sagen, es hat drei Verleiher gegeben. In erster Linie Apollo-Film Meran und dann Lorenzoni. Und später bin ich dann in diese Bresche auch noch mal kurz als Latimar-Film eingestiegen. Weiß gar nicht, ob wir da noch Italo-Western, ja, einige neuere waren, glaube ich, bei mir auch noch im Programm. Und diese Italo-Western, sogenannte Spaghetti-Western, was ja im Film, wie Peter Martellanz sagt, ihm persönlich nicht gefällt als Genrebezeichnung. Diese Italo-Western, hatten die auch Erfolg, zum Beispiel im Waldschnofen? Ja, die hatten großen Erfolg, wobei vielleicht muss man da schon einen kleinen Sprung nach vorn machen in der Phase Bud Spencer und Terence Hill dann natürlich. Ne? Aber auch ein nennen wir es einmal zweit Django, wo Peter Martel dann mitgespielt hat, ist durchaus auch gut gegangen. Also die Leute mussten halt erkennen, es ist entweder ein Sergio Leone im Hintergrund, ein Django, und dann hat es hingehaut. Und wie? Weil es gab ja kaum anderes. Also die Videokassette war noch noch nicht einmal VHS, ne, sondern Umatic-Bänder, die nur Spezialisten gehabt haben. Und folglich ist im Kino, hat das wirklich noch alles auf CinemaScope und in ganz großen Breitbandverfahren stattgefunden. Der Peter Martel, wenn man im Netz nachschaut, was ich die letzten Tage verstärkt getan habe, dann findet man ihn als Hauptdarsteller auf Plakaten zum Beispiel groß, seinen Namen mit durchaus wichtigen Persönlichkeiten und auch bei Filmen von Regisseuren, die später, zumindest später, sich einen Namen gemacht haben. Also man findet ihn in den ganzen internationalen Plattformen, wo es um Schauspieler geht, die aus Italien gekommen sind, auch in Hollywood gearbeitet haben. Er hatte also eine gewisse Bedeutung. Absolut. Also ich meine, wenn ich jetzt denke, dass er bei Filmen wie Banditi a Milano oder Die Banditen von Mailand von Carlo Luciani mitgespielt hat, das ist natürlich schon durchaus bedeutend in dem Sinn. Und das war eine Hochzeit dieses italienischen Kinos, auch der blauäugige Bandit, genauso ein Luciani-Film. Also er hat da schon einiges hinter sich gebracht. Also nicht nur die Drittklass-Western. Oder auch eine Science-Fiction-Geschichte, Orion 3000, Raumfahrt des Grauens, eher sogar in einer frühen Phase 1965. Das waren schon absolut Filme. Und übrigens fällt mir auch, die haben wir natürlich alle gespielt. Arizona Cold, das war mit Giuliano Gemma, da
war durchaus gleichberechtigt dabei. Oder Johnny Madoc erinnere ich mich auch noch. Also, dass die bei uns im Kino, also auf Deutsch wohlgemerkt, gelaufen sind. Da Er war. war ja ein ausgesprochen schöner Mann, also das wird ihm ja auch im Film immer wieder bestätigt. Er wurde auch gebucht, weil er einfach gut aussah und sich auch zu Ross bewegen konnte. Schöne Männer haben dann natürlich auch die Möglichkeit, wenn das mit der Karriere sich nicht so ganz entwickelt wie erwünscht, mit ihrem Körper zu punkten. Also Peter Martell hat ja dann auch den Weg in sogenannte Sexfilme gefunden, die ja eher harmlos waren, so viel ich mich erinnern kann, und die in Liebes unseren Kinos Grüße aus auch der Lederhose. gelaufen sind. Bitte? Liebes Grüße aus der Lederhose und so diese klassische Reihe, die in Südtirol natürlich gezeigt wurde. Bei uns herum eigentlich eher nicht. Also da muss ich jetzt schon sagen, da war doch eine gewisse Zensur. Von den Ne? Kinobetreibern oder gab es da Kräfte, die diese Zensur geübt haben? Wie darf ich das verstehen? Ja, beides ein bisschen. Also, es war die Kirche natürlich mit dem Filmdienst, der oben aufgeschlagen war in der Nähe von der Kirche. Und ja, in dem Fall zum Beispiel muss ich auch sagen, meine Mutter hat dann auch gebremst, nicht gerade Lass jucken, Kumpel, also sowas war einfach nicht drinnen, das zu zeigen. Aber Einer der halt. Filme, wo Peter Martellands mitgespielt hat, so Ja, genau. weiß nicht. Auch Liebesgrüße aus der Später dann. Lederhose. Und Ja. die Horrorfilme, nehme ich an, wurden auch nicht gezeigt. Nein, nein. Also das, aber sehr wohl noch, wenn ich jetzt in dieser Liste nachschaue, Abrechnung in San Francisco. Und da war er ja mit Hollywood-Stars. Also von dem her, wenn ich mich richtig erinnere, Telly Savalas und was jetzt immer. Wer noch? Ja, Nicht? Hollywood-Stars habe ich auch gefunden, wenn ich eben in diesen Kinonetzwerken, Filmnetzwerken nachgeschaut habe, wo man alles findet, was man irgendwie finden möchte. Dann gibt es durchaus also auch sonore Namen. Er hat mit Anita Ekberg gespielt, mit Barbara Boucher, in Italien mit Lola Falana, die auch nicht unbekannt war, oder Ombretta Colli, die Barbara Stars, Boucher, alles klar, natürlich, ja. absolute Stars, oder auch eben die Barbara Boucher in einem Film, der Casa d'Appuntamento hieß, also eindeutig die italienische Variante der deutschen sozusagen Sexfilme. Er hat sich ja bis kurz vor seinem Tod im Filmgeschäft bewegt. Das ist vielleicht deswegen interessant, weil das im Film selbst nicht zur Sprache kommen kann, weil der ja 97 schon herausgekommen ist, also relativ früh. Und Peter Martell ist erst 2010 verstorben. Ja. Was gibt es über diese Zeit dazwischen noch zu sagen? Also er war dann auch wieder mehr in Bozen. Ja, die Zeit dazwischen ist relativ deutlich geworden. Also nach der Premiere von dem Starring Peter Martell oder während der Premiere, muss man sagen, ist er schon relativ sturzbetrunken ins Kino gekommen. Er hat Premierenfieber gehabt, offensichtlich. Ich erinnere mich noch im Club 3, also wo er in der letzten Reihe dann zuletzt eigentlich nur noch gelegen ist und manchmal einen Schrei zum leicht nervösen Regisseur nach vorn geschickt hat. Nicht? Aber immerhin, es hat Premierenstimmung in dem Sinn eindeutig gegeben, ja. Wie wichtig ist so ein Filmdokument eigentlich dann für die Dokumentation, die Filmgeschichte, die Tatsache, dass das festgehalten wurde? Welche Bedeutung kommt diesem Starring Peter Martell zu? Es ist schon erstens einmal wichtig, dass dort der römische Produzent zu Wort kommt und glaubhaft erzählt, dass er ursprünglich bei
Django, oh Gott, Der Western praktisch, ja. der Western, Robert Spencer gespielt hat und ihn dann Terence Hill ersetzt hat, als er ursprünglich für diesen Film vorgesehen war. Er hat sich den Fuß gebrochen bei einer Streiterei vorher und wirklich hat genau diesen Moment verpasst, in die ganz starke oder in die populärste Italo-Western-Reihe einzusteigen, die es gegeben hat. Und wenn man denkt, Terence Hill profitiert heute noch von dieser Zeit Ja, Bud und hat. Spencer ist leider verstorben. Ja. Ja, Bud Spencer ist verstorben, aber wie gesagt, das ist ja noch endlos weitergegangen. Das dürften auch die Jüngsten inzwischen alle kennen, diese Schlägereien der beiden. Und Uff. besonders in deutschen Sprachen ist es ja immer noch, wenn die Leute sagen, Bud Spencer und Terence Hill, oder ich erinnere mich auch die Touristen, die vorbeigekommen sind bei unseren Schautauf so in den 70er Jahren. Ah, Bud Spencer, ah, Terence Hill, da gehen wir hin, da gehen wir hin. Das war unheimlich wichtig für die Leute, diese Filme. Und wenn ich mir denke, dass Peter Martell da einfach den falschen Moment erwischt hat, ist eigentlich tragisch, ja. Pech gehabt. Er Pech hat ja gehabt. dann noch mal Pech gehabt, das erzählt er auch selbst im Film, wie er sich am Auge verletzt hat, was ihm dann ein sehr furchterregendes Aussehen gegeben hat. Andererseits hat es ihn natürlich dazu prädestiniert, in Horrorfilmen zu spielen. Ich habe zum Beispiel einen Horrorfilm aus dem Jahr 2004 gefunden, also wo er schon 4 Jahre danach ist er verstorben, also er war schon ein älterer Herr. Und der Film heißt Tears of Kali. Und einer seiner Mitspielenden war Mathieu Carrière. Mathieu Oh. Carrière, der ja als Fernsehstar inzwischen große Ja. Karriere gemacht hat. Also es ist auch nicht so, dass Menschen nur auf einer Schiene groß werden. Peter Martell hat es wahrscheinlich auch aus persönlichen Gründen, aufgrund seiner Persönlichkeit, besonders schwer gehabt. Ja, abschließen möchte ich eigentlich noch mit einer kleinen Episode, zu der ich jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung mache. Martin, wir haben ja zusammen ein Buch geschrieben über den Film in Südtirol seit 1945. Das Buch gibt es auch noch, aber darum geht es jetzt nicht. Und in diesem Rahmen haben wir natürlich uns auch mit dem Star beschäftigt. Und wir konnten ein Foto abdrucken, das ich gern zeigen möchte, weil es doch seine Geschichte schön abrundet, eure Geschichte schön abrundet. Und zwar hier auf diesem Bild sieht man ihn. Ja, Peter Da. Martell, Wim Wenders und Und dann ich. sieht man Wim Wenders. Ja, ganz kurz mit dieser Episode würde ich dann gern schließen. Ja, das war bei einem Empfang der Filmtage im Herrensalon des Hotel Laurin. Und ich erinnere mich, Peter hat sich schon vorher bei mir, ja, da muss ich unbedingt dabei sein. Und ich war dann so ein bisschen gebremst, aber jedenfalls, er ist dann gekommen und Wim Wenders war da, hat mit ihm geredet, hat versucht zu sagen, er möchte auch bei einem Film mit ihm mitspielen. Und Wenders hat da ganz, ganz cool reagiert und war, ja, wie halt Filmleute sind, durchaus interessiert beim Gespräch. Und wie gesagt, in dem Rahmen war übrigens auch der Landeshauptmann Louis Dornweiler dabei und hat ihn auch miterlebt. Jedenfalls im Jahr 2006 hat dieses Treffen auf jeden Fall stattgefunden. Nachher hat sich, glaube ich, dann kein Film ergeben, aber trotzdem, es war Das ein hat großartiges. wahrscheinlich die unterschiedlichsten Gründe, wobei ich mir denke, dass er ja auch als Schauspieler, wie ihm im Film bescheinigt wird, durchaus interessant war. Es gibt übrigens auf der Seite, also auf der Seite des Filmclub, 2 Versionen des Films zu sehen. Das ist insofern bemerkenswert, weil
die zwei Filme unterschiedlich sein und er unterschiedliche Dinge erzählt und auch in unterschiedlicher Verfassung war. Also ich würde empfehlen, eventuell beide Versionen anzuschauen. Es lohnt sich. Wir wünschen weiterhin viel Freude natürlich mit dieser Reihe, die wir ja gern auch im Saal gemacht hätten, was ein ganz besonderes Faszinosum hätte sein können. Aber so soll es im Moment halt nicht sein. Danke für das Interesse. Danke, Martin, für deine Bereitschaft. Tschüss.